Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von CrossCode. Ja, bevor wir anfangen, zeige ich euch, dass ich etwas trainiert habe, habe auch die Ausrüstung etwas gepusht sozusagen. Und weil das ging ja gar nicht, also das war ja, meine Güte. Sprich, ich habe eigentlich nur Ressourcen gesammelt und war dann nochmal drüben in Rookie Harbor und habe dort die Materialien eingetauscht. Kopf und Fuß ist immer noch nicht so pralle vom Level her, aber wer weiß, vielleicht bekommen wir ja was Schönes, wenn wir uns jetzt dem Hasen widmen, denn ich habe mir 5 gefrorene Karotten besorgt. Hätte ich mir denken können, aber die bekommt man von Schneemännern, diese sehr gehassten Gegner. Oder vielleicht hin und wieder mal von einem Häschen, aber da sollte man wirklich schon mit einer S-Kombo hier rumrennen, damit die Chance minimal steigt. Ja, nicht wundern, dass im Hintergrund die Glocke wieder geht. Ich habe sie aktiviert, unsere große Standuhr. Und jetzt quatschen wir mal mit der Frau. Du bist zurück. Und genau im richtigen Augenblick. Ich habe ein Fanggerät gefunden. Oh. Ja, es war zwar verdammt teuer, aber es war es mir wert. Hast du die gefrorenen Karotten? Sehr schön. Jetzt müssen wir nur noch dieses legendäre Hasenvieh fangen. Mir wurde gesagt, man muss die gefrorenen Karotten zum windigen Aufstieg bringen. Wie gesagt, das ist ein Abschnitt des Bergentrails. Hat sich herausgestellt, dass es das gleiche Gebiet ist, in dem ich angegriffen wurde. Oh. Genau, das bedeutet, wir müssen die gefrorenen Karotten nur an diesen Ort bringen. Die Jungs sagten, es reicht, das Gerät dabei zu haben, um das Monster einzufangen, sobald wir es besiegt haben. Okay. Also dann, hier, nimm das Gerät. Ich? Was? Dachtest du, ich würde da noch einmal hochgehen? Nee. Niemals. Ah. Ach komm, du hast doch auch die Karotten. Ich bin eigentlich gar keine Kämpfernatur. Es liegt aber nicht daran, dass ich Angst hätte oder so. Ja, ja, verstehe. Danke, ich weiß, dass du es schaffst. Aber bereite dich gut vor, diese Kreatur muss sehr, sehr stark sein. Okay, so, Fanggerät haben wir. Jetzt müssen wir sozusagen zum windigen Aufstieg. Gucken wir mal, wo der ist. Aufstieg, Aufstieg, Aufstieg. Aufstieg hier, Aufstieg da. Da ist der Ausstieg, okay. Dann teleportieren wir uns einmal mal hier rüber. Dann einmal nach rechts und einmal nach oben. Oh, ich hoffe, ich schaffe das, ey. Nicht, dass ich mich jetzt hier übel blamiere. So, die nehmen wir mit. Wie die Fauna. Quest ist ja elendig lang. Wo? Muss die jetzt sein? Hups. Oh nee, ist das dieser? Oh, das ist auch noch der Bereich hier. Ich möchte hier ungern dieses Kanickelvieh fangen. Oder bekämpfen müssen. Wo soll es denn sein? Wir sind doch jetzt beim windigen Aufstieg, oder? Windiger Aufstieg, ja. Wo sollen denn die Karotten dahin? Ah, war ja klar. Sieht so aus, als hättest du den Ort gefunden, an dem dieser legendäre Hase sich verstecken hält. Soll. Sei vorsichtig, wer weiß, wie stark dein Gegner ist. Also, was willst du tun? Ihn einfangen. Ich bin mir nicht sicher, ob du... Ach, schon gut. Das ist deine Chance, Lea. Ernsthaft, das ist das legendäre Hasenvieh? War nur ein gewöhnlicher junger Pogonickel. Und dafür dieser ganze Aufwand? Naja. Okay. Das war ja jetzt sehr spektakulär. Aber ist cool, dass man hier Viecher fangen kann. Yeah, Lea. Hi. Ui, du siehst ganz schön geschafft aus. Warte, heißt das, du hast ihn gefangen? Na klar.
Oh mein Gott, wirklich? Ich wette, es war echt schwer, ihn zu besiegen, oder? Hehe. Ja. Vielen Dank, Lehrer. Kann ich ihn haben? Mhm. Oh, sieht irgendwie wie ein normaler junger Pogonickel aus. Findest du nicht? Ich dachte, er hätte rotglühende Augen und blutverschmiertes Fell oder so. Naja, was zählt ist, dass du ihn gefangen hast, stimmt's? Schon gut, schon gut. Du hast ihn gefangen. Nochmals vielen Dank. Ich gehe jetzt offline, weil ich den unbedingt meinen Freunden zeigen muss. Die werden mir das nie glauben. Ein lebendes, legendäres Monster in meinem Inventar. Einfach der Hammer. Hier, nimm das als Belohnung. Ciao, Lea. Hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bye. Ja. War jetzt nicht so spektakulär, ich gebe es wirklich zu. Aber dafür war dann auch die Belohnung nicht so pralle. So, was ist das? Ich will das Bäumchen haben. Genau den. So, okay, dann können wir sofort weitermachen. Nicht lang fackeln, sondern gleich hier oben. Ja, wir müssen ja jetzt mal ein bisschen mit der Geschichte vorankommen hier. Ui, wir haben es geschafft, La Berge. Nach dem langen Ausstieg wäre eine kurze Rast in diesen gemütlichen Häusern jetzt genau das Richtige. Der nächste Dungeon sollte ganz in der Nähe sein. Ich hoffe, sie lassen dich ohne große Kommentare rein. Schauen wir mal. Erstmal gucken, was es hier so gibt. Kiste. Hab ich einen Hauch? Ich will zu dieser Kiste. Einfaches Wasser. Um einen wahren Avatar zu werden, musst du erst alle vier Elemente meistern. Das erste Hitze... Entschuldigung. Das erste Element Hitze liegt vor dir in der Tempelmine. Bereite dich vor, bevor du die Mine neue Kräfte verleiht, wird sie deine Scharfsinnigkeit testen. Kriegen wir unser erstes Element, das ist aber schön. Der Typ blockiert das Lagerhaus schon wieder. Ich wünschte, er würde woanders meditieren, unter einem Wasserfall oder wo auch immer. Wenn er nicht möchte. Hi. Na. Wen haben wir denn da? Noch ein Zika, hä? Sind eine ganze Menge von euch, die hier in Bergen aufmarschieren. Viele von euch bieten uns sogar Unterstützung an, weil sie was Gutes tun wollen, nehme ich an. Ich bezweifle aber, dass ihr in der Lage seid, wirklich Polizeiarbeit zu leisten und euch den menschlichen Abgründen zu stellen. Willst du mir etwas das Gegenteil beweisen? Also gut. Dann habe ich eine einfache Aufgabe für dich. Finde das Ziegenkiez irgendwo in Bergen. Ziegenkiez, Entschuldigung. So, was gibt's da? Gefrorene Karotte, Winterdorne, ein paar XP und ein paar Credits. Nehmen wir natürlich an. Gut, ich will, dass du dich um dieses Ziegenknups kümmerst, der die guten Bürger Bergens ärgert. Sie einfangen hört sich einfach an. Aber sie sind verdammt schnell und klettern gerne auf hohe Abhöhen. Klettern sehr hoch den Berg. Sie stiehlt Essen, Glitzerzeugs und jedermann Zeit. Aber ich will keinen Mann dafür entbehren. Scheint wohl doch eher eine typische Siegaufgabe zu sein, was? Dann zeig mal, was du kannst. Das ist die richtige Einstellung. Du solltest sie irgendwo auf den Dächern finden. Fröhliches Klettern. Bye. Hä? Warum ist hier alles so verschlossen? Okay. Hallo. Willkommen in Bergen. Guten Tag. Willkommen in Bergen. Was gibt's? Willkommen in Bergen. Ich mag Schwerter. Willkommen in Bergen. Bye. Willkommen in Bergen. Typisches NPC-Gespräch. Huch. Hey, Kurze, was willst du denn haben? Hi. Hi, haben wir hier ne? Ich wollte was kaufen. Diese Tölpel. So. Gibt's hier was versteckt? Nö. Hier nicht, da nicht, dort nicht, okay. Aber hier aufs Dach kommen wir bestimmt.
Ach so. Hm. Ich habe mir den Aufstieg dahin jetzt einfacher vorgestellt. Ah. Okay, muss ich noch eins höher von mir aus? Lea, jetzt nie so weit springen. Oh, gutes Mädchen. Süßer Zitronensaft. So. Und irgendwo hier soll auch diese komische Ziege rumgeistern. Hier ist alles zu. Ah, diese großen Eisbrocken kriegen wir wahrscheinlich dann mit diesem Feuerelement weg. Aber wie kriegen wir diese geschlossenen Truhen auf? Da gibt es ja einige, die wir noch holen könnten. Nee, hier geht's raus. Raus wollen wir aber noch nicht. Denn ich habe Hoffnung, dass wir hier eventuell einen Laden finden, der uns was Schönes macht. Was hat er? Ein Induktionsherd? Sehr gut. Sehr schönes Zeug. Das hier sieht interessant aus. Grün, hoch oben am windigen Aufstieg. Liegt nur auf dem Telepath verborgen ein Pfad. Okay, ein Rätsel vielleicht? Ja, das haben wir schon gesehen. Glaube ich. Haben wir das schon gesehen? Weiß ich nicht. Könnte man ja mal gucken gehen nachher. Oh, wo ist diese Ziege? Wo ist Ziege? Hier geht's ja schon wieder nur raus. Aber ich will noch nicht raus. Ah, okay. Ah, halt. Was ist das da auf dem Dach? Komm ich irgendwie auf das Dach? Nee. Ah! Oh! Du wieder! Lea! Hi! Du hast mich ganz schön erschreckt, wieder einmal. Nein, nein, keine Angst. So habe ich das nicht gemeint. Ich war gerade ganz im Gedanken. Es geht um ein anderes Item, das ich suche. Ich habe gedacht, wenn ich mich hier umschaue, bringt mich das vielleicht auf eine Spur. Aber in meinem Alter hat man nicht mehr die Zeit, überall nachzusehen. Nun, junge Dame, da du schon mal hier bist, könntest du mir noch einmal helfen, etwas zu finden? Die Entscheidung liegt diesmal bei dir. Nicht, was du wieder gut machen müsstest. Kaputter Schild. Versprochen ist versprochen 2. Dika hat dich gebeten, ihm zu helfen, den kaputten Schild zu finden. Vielleicht könnte dir dieser Gegenstand helfen, seine Multiklassen-Erscheinung zu verstehen. Ha, das sagt nochmal einer. Kinder würden heutzutage nur an sich selbst denken. Lass uns sofort loslegen. Was ich brauche, ist der kaputte Schild. Ich habe das ganze Dorf schon auf den Kopf gestellt, aber der einzige Hinweis, den ich gefunden habe, ist ein abstrakter Ort. Der Satz lautet ungefähr so. Wo das Wasser fällt, tief in die Berge, hoch sich winden, einen geheimen Pfad du dort finden. Ja, sehr ominös, oder? Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der Text den Bergentrail meint. Also ist irgendwo auf dem Bergentrail ein geheimer Pfad oder so. Ich möchte, dass du ihn für mich findest. Wenn du das machst, ist der Schild schon so gut wie sicher. So wie beim letzten Mal beim kaputten Fäustling. Na dann. Und lass einen alten Mann nicht warten. Ich weiß nämlich nicht, wie viel Zeit ich noch habe. Mach dir keine Sorgen. Mir geht's gut. Jetzt geh. Jetzt geh einfach. Aber ich geh erst in den Dungeon. Ja, alter Mann. Mich würde es echt interessieren, ob ich auf dieses Dach hochkomme. Also wer weiß, wo dieses Zicklein rumrennt. Die wollen gar nicht reden, die auch nicht. Och, jetzt bin ich auf dem Dach hier, das ist auch schon wieder toll. Kann ich grinden? Nee. Es hieß doch grinden, oder? Grinding. Hier wieder eine goldverschlüsselte Box. Also eine goldverschlossene Box. Goldverschlüsselt. Boah, Karotte. Ich nehme an, der hier lebt aber nicht, oder? Hallihallo. Magst du Mr. Cotton Snow hier? Wie nett von dir.
Es hat eine Weile gedauert, den perfekten Hut für ihn zu machen. Aber dafür sieht er jetzt richtig toll aus. Ja, du, ich habe ein paar löchrige Hüte. Wow, jetzt bin ich in so einem Inn drin. Was ist das? Logbucheintrag 66 freigeschalten. Oh, gucken. Gucken. Ach, hier müssten wir ja auch mal wieder lesen, wa? Ein wenig. Als Unterabteilung der Wiege der Balance im Rookie Harbor sind die Früchte des Harbstes verantwortlich für den Aufsicht und Erforschung der Wirkung des Pfades der Ahnen auf die lokalen Flora und Fauna im Autumngebiet. Sie kontrollieren auch den größten Teil der Landwirtschaft, um die Bevölkerung von Rookie Harbor und Rombo Square zu ernähren. Insbesondere die reiche Ernte vieler verschiedener Apfelsorten bildet einen der wichtigen Grundpfeiler der menschlichen Ernährung auf Shadoon. Die Fraktion wird von Chef Baumhüter Manzana Sabelev geführt. Die Wiege der Balance ist eine Fraktion, die verantwortlich für Landwirtschaft und die Erforschung einheimischer Lebewesen ist. Ihr Ziel ist es, die Funktionsweise des Pfades der Ahnen zu entschlüsseln. Ha, okay. Das ist aber wieder viel zu lesen. Wir machen das mal dezenter, also sprich separat. Wenn wir dann hier alles vorlesen. Weil unter euch gibt es einige, die wollen das Spiel sehen. Und dann gibt es einige, die wollen alles sehen. Aber was habe ich jetzt gefunden mit dem Logbucheintrag? Ach hier. Logbucheintrag 66, Expedition zum Sektor SOS 03. Heute habe ich ein pulsierendes Streusignal empfangen. Die Daten sind reiner Müll, aber das Pulsieren war seltsam rhythmisch. Also habe ich versucht, die Phasenintervalle aufzuzeichnen, um zu schauen, ob ich so vielleicht etwas rausbekomme. Es ist tatsächlich eine Nachricht, die wohl von einem Kapitän eines Kriegsschiffes namens Phönix stammt. Die Nachricht ist ziemlich unverständlich und am Ende fehlt ein großer Teil. Wird etwas dauern, daraus schlau zu werden, wenn überhaupt. Okay, Aufgabe erkannt. Wir müssen ein paar Logbücher sammeln. Also müssen wir uns hier schön umschauen. So. Aber wo ist diese komische Bergziege? Irgendwo auf den Dächern, haben sie gesagt, ja. Auf welchen Dächern? Zack, rüber. Wo bin ich? Jetzt bin ich hier. Hilfe. Eigentlich müsste Lea darüber kommen. Boah, das sieht ja so komisch aus. Wo rennt denn Emily hin? Schwarzes Brett, Gebiet Bergen. Oh. Kommt zur Basis. Okay, Omnigilders, Weisheiten kann erlangt werden im Kloster, Händlerhütte und Bergener. Bergener. Verständigkeitsrat, okay. Erledigt, aktiv. Gut. Also ein paar Quests können wir noch machen. Der Bürgermeister wartet im Untergeschoss, um alle neu gekommenen Zieger zu grüßen. Wo ist der Bürgermeister? Liebe Zieger, willkommen in Bergen. Als Bürgermeister dieser Stadt ehrt es mich jedes Mal, so viele Besucher Tag für Tag hier ankommen zu sehen. Das liegt natürlich daran, dass die Mine der Stadt zum Bestandteil des Pfades der Ahnen geworden ist. Da ich nun einige verwunderte Gesichter sehe, erlauben Sie mir, das kurz zu erläutern. Das Ganze ereignete sich vor einigen Jahren. Bergen wurde aufgrund der Minion-Aktivitäten in der Region gegründet. Nach einiger Zeit entdeckten wir einen Tempel der Ahnen, versteckt im Berg, genau dort, wo wir Bergbau betrieben. Für uns war er damals nicht mehr als ein Hindernis. Also gruben wir weiter unsere Schächte, wodurch Teile des Tempels zerstört wurden. Das ging so lange, bis der Pfad anfing, sich zu wehren. Nach einer ganzen Serie von Angriffen waren wir gezwungen, die Minen aufzugeben.
Nachdem die Minen vom Pfad zurückerobert worden war, baute er den Tempel auf Basis unserer Schachstrukturen neu auf. Und so wurde die Tempelmine geboren. Nun, warum erzähle ich Ihnen das alles? Bergen unterstützt das Projekt Pfadläufer. Also bekommt jeder von Ihnen natürlich Zugang zur Mine. Trotzdem planen wir, die Bergbauarbeiten wieder aufzunehmen. Als wir die Minen verloren haben, mussten wir auch unsere Ausrüstung und technischen Dokumentationen zurücklassen. Alles, worum wir Sie bitten, diese Sache zu bergen, ist, wenn Sie die Tempelminen durchqueren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Betreuer im Erdgeschoss. Ich werde Ihnen nun mit Freuden den Pass zur Tempelmine überreichen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Glück auf Ihrer Reise. Ja, geil, wir haben den Minenpass. Ja, wir können in den Dungeon. Kiste, Kiste, verborgene Kiste. Irgendwie kommen wir da hoch. Hä? Was ist das? Was? Oh, den Sack kenne ich. Den Sack verwechsel ich jetzt mal. Oh, nein. Was? Hi. Ja, hallo. Schön, dich kennenzulernen. Und so weiter und so weiter. Lass mich raten. Du wunderst dich wahrscheinlich, warum dieser kleine, ansehnliche Beutel hier plötzlich mit dir spricht. Irgendwie scheint es niemand mehr zu geben, der noch die gute alte Handarbeit kennt. Gerechterweise muss man aber sagen, dass sich in dieses Spiel wohl kein Beutel mit unendlichen Stauraum gebrauchen wird. Soweit ich sehen konnte, sammelt hier jeder nur diese kleinen Teilchen, die einfach so aus den Monstern, Pflanzen und dergleichen herausspringen. Zu meiner Zeit habe die Leute noch echte Sachen gesammelt. Schwere Sachen. Sachen, die du nicht einfach virtuell verkleinern kannst. Und haben das Zeug dann in mich reingestopft. Ja, ja, damals. Also, wenn es dir nichts ausmacht, würde ich jetzt gerne mit meinem kleinen gemütlichen Lagerraum weiterratzen. Bye. So. Aufgabe an euch, bitte einmal in die Kommentare, aus welchem Spiel dieser Sack ist. Ich komme gerade nicht drauf. Ich brauche einen Schlüssel. Wo kriege ich so einen Schlüssel her? Ich habe diesen Sack schon mal gesehen, aber ich komme jetzt echt nicht drauf. Hoi, wer bist du? Hi. Sei gegrüßt, Sika. Du hattest gerade die Rede des Bürgermeisters gehört, korrekt? Gut. Wie erwähnt, liegen in der Mine immer noch einige wichtige Werkzeuge verschollen. Es liegt im Interesse aller Bewohner Bergens, dass wir diese Sachen zurückbekommen müssen. Können wir auf deine Hilfe zählen, Seeker? Laserspitzhacke, Laser-TNT und die Grubenpläne. Da bekommen wir anscheinend was sehr, sehr Interessantes. Ein CP, was auch immer das sein soll. Und wir nehmen es natürlich an. Sehr gut, es fehlen noch drei Arten von Ausrüstung. Laserspitzhacke, Laser-TNT und die Grubenpläne. Du solltest sie irgendwo in den Tempelminen finden, also halte deine Augen offen. Da die Ausrüstung nicht leicht zu finden ist, händigen wir Detektoren zu unserer Unterstützung aus. Du erhältst deinen Detektor von meiner Kollegin da drüben. Bleib wachsam. Mach ich. Hi, grüß dich, Sika. Ich sehe, du hast die Aufgabe zum Sammeln der Grubenwerkzeuge angenommen. Bitte nimm den Detektor, der dich bei der Suche unterstützen wird. Grubensuchgerät erhalten. Dieser Detektor wird dich benachrichten, wenn sich verlorene Ausrüstung im aktuellen Raum der Tempelmine befindet. Oh, viel Glück bei der Suche. Lerne, wie man Addons aktiviert oder deaktiviert. Einmal ins Inventar, dann ganz nach rechts findest du die Addons im letzten Tab des Inventars. Dort klickst du dann ganz einfach auf das Addon, was du aktivieren oder deaktivieren möchtest. Wiederholen? Nein. Cool. Das machen wir gleich mal. Inventar. Addons aktivieren. Und dann lass mal. Direkt Link-Anfrage. Oh, eine D-Link-Anfrage von Lukas. Hallo, ihr beiden. Bonjour, Monsieur, von uns ist zu Fieserich. Hi. Oh, ich sehe, du bist gerade in einer Party. Das ist perfekt. Ich möchte euch nämlich ganz herzlich in das Hauptquartier der ersten Gelehrten einladen. Die ersten, was? Die ersten Gelehrten. Das ist meine Gilde.
Ich habe unsere Anführer von euch beiden erzählt und sie meinten, wir könnten ein paar neue Mitglieder gebrauchen. Echt? Du meinst, wir könnten jetzt schon einer Gilde beitreten? Yep. Jedenfalls kenne ich keine Regeln, die es verbieten. Oh, Trap, genial. Natürlich wollen sie erst einmal mit euch, sich mit euch treffen. Also wenn ihr gerade nicht zu beschäftigt seid, warum kommt ihr nicht mal kurz vorbei? Unbedingt, wir sollten sowas, wir sollten da hingehen, Lea. Mhm. Fein, treffen wir uns bei Autumn Reis am alten Obelisk. Das ist ein Wegpunkt. Ihr könnt euch einfach dorthin teleportieren. Ihr erinnert euch, oder? Bio. Na dann, bis später. Eine Gilde, Lea. Wir werden eine Gilde beitreten. Ist das nicht toll? Komm schon. Besser lassen unsere fieserischen Fürsten nicht zu lange warten. Eine Gilde, Du wirst da viele Spiele treffen. Ich muss gestehen, ich bin da etwas skeptisch. Du erinnerst dich, dass wir deine Amnesie geheim halten müssen, ja? Nun ja, ich schätze, du kannst so oder so niemanden davon erzählen, korrekt? In diesem Fall stellt dein defektes Sprachmodul also ganz... sich als ganz nützlich heraus. Na dann, auf sie mit Gebrüll. Bye. Komm schon, Lea. Ja, mach mal gleich. Ich suche immer noch die doofe Ziege, die hier irgendwo rumgeistern soll. Ich kann nicht auf der Wäscheleine rumtanzen, aber... Jetzt habe ich... Mist gebaut. Warte. Mit einem gezielten Sprung kommen wir da sicher rüber. Und dann hier rüber. Zum alten Gasthaus. Geil. Großer Wegpunkt. Da ist die doofe Ziege. Ey, nein. Komm, bleib. Du willst spielen, ja? Du kleines Mistvieh willst spielen? Oh Gott, nein! Jetzt ist die ja da oben. Kurze Frage an mich selber. Wie bin ich denn da hochgekommen? Oh, nö. Irgendwie war das eigentlich ganz einfach. Glaub ich zumindest, oder? Aber ich war doch schon mal da oben. Wie bin ich da hochgekommen? War das hier? Diese blöde Ziege, wie ist die da hochgekommen? Ich will da auch hoch. Doch, wir waren da schon oben. Aber gut. Dann schnappen wir uns die Ziege in der nächsten Folge. Meine Freunde, ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Und dann würde ich sagen, bis dahin, macht's gut. Ich wünsche euch was. Bye-bye.